Friends, mein Name ist Gretos und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Und heute reden wir über Boss Aura 2 oder so wie man das bei Kollege auf seinem Laptop gesehen hat, Boss Aura neu. Dazu muss man natürlich, bevor man über so ein Thema spricht, erst einmal ein paar Handelcurves machen, bevor man da weitermacht. Ich bitte hierbei um Verständnis. So, Ladies and Gentlemen, wir reden heute über Boss Aura. Fix. Naja, ich habe da drei Theorien, warum Boss Aura vielleicht mit Sunja Diego kommen würde oder vielleicht auch ohne Sunja Diego kommen würde. Ja, darüber unterhalten wir uns heute. Ich habe drei Theorien für euch. Und los geht's mit der ersten. Die erste Theorie, Friends, von mir ist, dass es einfach keine Boss-Aura geben wird. Beziehungsweise die Boss-Aura beschränkt sich doch wirklich auf die Massephase, auf die Definitionsphase, aber nicht auf die Release-Phase. Und meine Theorie dabei ist einfach, die zwei sind sich nicht einig geworden. Ganz einfach. Man hat ja gemerkt, dass Kollege Friendly Fire Richtung Sunja Diego geschossen hat und Sunja Diego auch ein bisschen sentimental wurde und danach war einfach Ruhe. Tja, das ging nicht so in die Masse wie bei einer Messerattacke in einer Seitengasse, als ich dich sah bei der Sparkasse. Ach, fuck, war das scheiße. Why are you gay? Ja, Friends, das ist meine allererste Theorie. No joke, vielleicht gibt es gar keine Boss-Aura mehr. Und jetzt sind sie einfach nicht einig geworden. Das könnte ich mir eigentlich recht gut vorstellen. Und es gibt noch eine zweite Theorie, die ich habe. Ja, ich habe mir sie da hinten aufgeschrieben. Boss-Aura wird einfach mit jemand anderen vielleicht kommen. Vielleicht war das Kollegas Plan, nachdem die zwei sich nicht geeinigt haben, Boss-Aura mit jemand anderem zu machen. Das eine, was dafür spricht, ist, wie gesagt, seine Notiz auf seinem Computer, sein MacBook Air, welchen man gefunden hat. Da steht nämlich auch drin, Boss Aura 2. So, Ladies. Boss Aura neu. Boss Aura neu. Naja, also, die Theorie wäre halt, dass Boss Aura neu vielleicht mit jemand anderem geplant ist, nachdem die Gespräche mit Sunja Diego vielleicht gescheitert sind. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, glaube ich, weil nämlich dieser Hate, den Kollege danach hätte, wäre eigentlich sehr, sehr image-schädigend. Dementsprechend tut sich Felix Blume jetzt auch ziemlich stark seinem Kanal zuwenden. Deswegen ist meine Theorie einfach, dass sich die Gespräche als negativ entwickelt haben. Oder vielleicht Sunja Diego gesagt hat, du pass auf Bruder, ich habe genug eigene Probleme. Ich muss erst mal klarkommen und hat gesagt, Dicker, pass auf, irgendwann ja, aber erst einmal kümmere ich mich um meinen eigenen Scheiß. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich habe immer das Gefühl, dass Sunja Diego eigentlich sehr viel raushauen will, so viel Musik machen will und irgendwas immer wieder im Weg ist, ob es jetzt was mit seiner Krankheit zu tun hat oder nicht. Das wissen wir nicht, das geht auch uns gar nichts an. Und in diesem Sinne kommen wir zu der Theorie Nummer 3. Theorie Nummer 3, Friends, ist ein bisschen was anderes. Und zwar, Theorie Nummer 3 halten wahrscheinlich die meisten von euch am wahrscheinlichsten, ist einfach die Tatsache, dass Sunja Diego sehr gut plant. Und man weiß ja schon aus dem das JBB-Battle ist mittlerweile für mich so irrelevant, dass ich gerade ernsthaft vergessen habe, wie JBB-Battle heißt. Schaut ihr das überhaupt noch an? Irgendjemand, der sich das anschaut? Ich habe keine Ahnung. Lebt Julian überhaupt noch? Macht er noch die Analysen? Aber Nako, ohne Witz, ich schaue mir keine JBB mehr an. Weiß ich nicht. Das ist so ausgelutscht wie der Schwanz von Katja Krasovic. Vermutlich hat sie einen Schwanz. Wer weiß das schon? Please give me cock. Wie gesagt, die Theorie ist dementsprechend so, dass Kollege und San Diego sich irgendwo einig geworden sind und ich würde San Diego so einschätzen, dass er wieder mal eine sehr phänomenale Promo-Phase plant und dementsprechend könnte ja sein, dass sich deswegen das Management von Alpha ja dazu geäußert hat,
dass keine Bossaura demnächst geplant ist. Und das Management von Alpha, ich denke mal, der gehört Kollege dazu. Ich weiß nicht, warum Kollege nicht dasselbe gesagt hat, sondern das Management selbst. Und ich weiß nicht, inwiefern das jetzt die unter der Fassade des Managements war oder einfach ein Statement von mehreren Personen oder von einem Marketingmanager oder wie auch immer, der sich dazu geäußert hat. Auf jeden Fall halte ich es für wahrscheinlich, dass einfach Sinja Diego und Kollege sich einig geworden sind, aber unser lieber Sinja Diego momentan einfach keine Zeit für sowas hat und gesagt hat, du Bruder, pass auf, wir lassen das jetzt einfach mal sacken. Keiner spricht mehr darüber, so Sinja Diego wird wahrscheinlich eine abnormal krasse Promophase planen, so richtig heftig, so voll wie mein Star Wars Regal, ich hasse mein Star Wars Regal, ich sag's dir, diese Promophase wird wahrscheinlich echt eine der heftigsten Promophasen in Deutschrap. Das wird JPG wahrscheinlich um einiges toppen, wenn dieses Album rauskommen würde. Ich schwör's euch, ich krieg jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke, das erste Mal Mondfinsternis. Das war mein Knackenstart, und verdammte Scheiße. Ich kann kein richtiges Wort richtig aussprechen, ohne dass der Ausländer aus mir rauskommt und ich irgendeinen Sprachfehler mit drinnen habe. Aber nichtsdestotrotz, das alles ist nicht so schlimm. Wie gesagt, ich freue mich tierisch drauf, wenn Sinja Diego und Kollege endlich mal einen Album zusammen machen würden. So, das wäre richtig geil. Mondfinsternis, das war der allererste Track, den ich von der Bossaura gehört habe, und der hat meinen Kopf gefickt, Mann. Bis heute noch, Alter, wenn ich beim Scheißen sitze und nicht mehr kann, dann mache ich Double Time und dann, boah, krass, dann passiert's einfach. Ja, das ist meine Theorie zu der ganzen Geschichte rund um Bossaura, und ich denke, da werden wir auch nichts erfahren, sondern erst dann was davon erfahren, als wir das erfahren wollen sollen. Und was meine Theorie natürlich auch bestärkt, diesen Punkt 3, ist, dass Kollege bzw. Felix Blume sich nun nur seinen YouTube-Channel zuwendet. Und ich glaube nicht, dass er, ich sag's dir, das Koks zerstört deine Schleimhaut. Ich glaube nicht, dass Kollege sich einfach um seinen Kanal so kümmern würde, wenn er noch nebenbei Bossaura am Laufen hätte. Dementsprechend glaube ich wirklich, dass das jetzt mal auf Eis gelegt ist. Und wenn das später kommt, dann wird das einfach alles zerficken. Die ganze Szene einfach anal nehmen. Die ganzen Zero, Mero, Nero, wie die heißen, Alter. Boah, richtig geil, Mann. Ich freue mich jetzt schon drauf. Mein Name ist Kratos und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Was ist eure Theorie rund um Bossaura? Wird es wirklich Bossaura geben? Ist sich Sinja Diego und Kollege einig geworden? Wird es eine homoerotische Begegnung geben? Wird es eine homoerotische Begegnung von diesen zwei geben? Wie in meinem Homosexual Regal? Zu der rechten Seite Kollege und zu der linken Seite Sinja Diego. Dazwischen ist nur eine Wand aus IKEA. Ich frage mich, ob diese irgendwann mal durchbrochen wird. Schaltet wieder ein, ihr Pisser.